Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sitzung hier in unserem Seminar zur Einführung in die buddhistische Philosophie. Unser Thema heute ist das Leben und die Person des Buddha. Wer war eigentlich dieser Mensch? Ja, da fängt es schon an. Wer ist eigentlich der Buddha? Buddha ist eigentlich gar kein Name, auch wenn wir immer von dem Buddha sprechen, sondern Buddha ist ein Titel. Wörtlich übersetzt bedeutet Buddha der Erwachte, also derjenige, der die Erleuchtung erlangt hat. Mit eigenem Namen, also mit persönlichem Namen, hieß der Buddha ursprünglich Gautama. Er wird auch später Siddhartha genannt. Siddhartha, das bedeutet wörtlich übersetzt derjenige, der das Ziel erreicht hat und ist wohl ein später hinzugefügter sprechender Name. Darüber hinaus ja, gibt es nicht nur diesen einen Buddha in der buddhistischen Kosmologie, sondern es gibt sehr viele Buddhas, die in unterschiedlichen Weltzeitaltern immer wieder auftreten und um diesen konkreten historischen Buddha, der in unserer Welt, in unserem Zeitalter aufgetreten ist, von all diesen anderen Buddhas abzugrenzen, spricht man auch von dem Buddha Shakyamuni. Shakyamuni, das bedeutet wörtlich übersetzt der Weise der Shakyas, und die Shakyas, das ist das Volk, aus dem der historische Buddha entstammte. Also, wenn man diesen Buddha von anderen Buddhas abgrenzen möchte, kann man einfach von dem historischen Buddha sprechen oder eben dann von dem Buddha Shakyamuni. Wenn andere den Buddha ansprechen in den buddhistischen Texten, dann wird er oft Bhagavat, der Herr, der Erhabene genannt. Und zu guter Letzt, wenn der Buddha von sich selbst spricht, dann nennt er sich oft der Tathagata, was wörtlich übersetzt bedeutet, der so Gekommene oder so Gegangene. Das heißt, derjenige, der so zur Erleuchtung gegangen ist, wie die anderen Buddhas vor ihm und nach ihm auch. Wir werden hier im Seminar der üblichen Ausdrucksweise folgend ganz einfach von dem Buddha sprechen, wenn wir uns auf diesen historischen, konkreten Buddha, Shakyamuni, beziehen. Ein kleiner Hinweis noch dazu. Wie gesagt, das Wort Buddha ist ein Titel, kein Eigenname. Deswegen ist im Deutschen auch die korrekte Ausdrucksweise diejenige mit einem Artikel vorne dran. Also wir sagen, der Buddha hat gesagt. So wie wir auch sagen würden, die Bundeskanzlerin hat gesagt und nicht einfach Bundeskanzlerin hat gesagt. Nun, wer war denn dieser Gautama, der zum historischen Buddha geworden ist? Wann hat er eigentlich gelebt? Ja. Das ist schon mal eine ziemlich schwierige Frage, denn die Lebenszeit des historischen Buddha ist tatsächlich recht umstritten. Traditionell wird seine Lebenszeit datiert auf das Jahr 560 vor Christus bis 480 vor Christus. Nun hat allerdings die moderne buddhologische Forschung gezeigt, dass diese Daten höchstwahrscheinlich nicht korrekt sind, und dass sie die Lebenszeit des Buddha deutlich zu früh ansetzen. Wahrscheinlicher ist es, dass der Buddha so ungefähr in der Zeit von, na, 450 bis 370 vor Christus etwa gelebt hat. Das heißt, das Leben des Buddha fällt in die von Karl Jaspers sogenannte Achsenzeit, also eine relativ kurze Epoche, so zwischen ja, den Jahren 800 bis 300 vor Christus, in denen sich an verschiedenen Orten der Welt und der Menschheitsgeschichte entscheidende Umwälzungen vollziehen. Das Entstehen der griechischen Philosophie, das Entstehen des Buddhismus, das Entstehen verschiedener philosophischer Systeme des Hinduismus und auch das Entstehen der chinesischen Philosophie. Das alles fällt in diese relativ knappe Zeitepoche hinein. Geboren also ungefähr um das Jahr 450, gestorben um das Jahr 370. Damit ist der Buddha ungefähr ein Zeitgenosse von Sokrates und lebt ein knappes Jahrhundert nach Konfuzius. Geboren ist er in einer Region, die heute im Grenzgebiet von Nepal und Nordindien liegt, in der Stadt Lumbini. Lumbini, das ist heute ja, gerade so auf nepalesischem Territorium, und Sie können auch heute da noch den Geburtsort des Buddha besichtigen. Kapilavastu, das ist diejenige Stadt, in der er aufgewachsen ist, auch die liegt heutzutage in Nepal,
Und eigentlich verbringt der Buddha sein ganzes Leben mehr oder weniger in dieser Region, also in der Gegend des heutigen Nordostindien und Nepal. Er wandert umher, aber er durchquert dabei ein Gebiet, das letzten Endes nicht wirklich größer ist als Süddeutschland ungefähr. Nun, ja, der Buddha wird geboren in das Reich der Chakyas. Dieses Chakya-Reich, das dürfte so etwas wie eine relativ autonome Adelsrepublik gewesen sein, die sich da im Nordosten Indiens etabliert hat. Geprägt gewesen ist es ökonomisch, vor allen Dingen von einem relativ komplizierten Reisanbau, also mit ausgefeilten Terrassen und Bewässerungssystemen, wodurch dieses Land relativ wohlhabend wohl gewesen ist. Ja, sein Leben fällt in die Eisenzeit hinein. Das heißt, ja, wir haben hier Entwicklungen wie eine Urbanisierung, also die erste Entstehung urbaner städtischer Zentren in dieser Region, die Entstehung einer städtischen Kultur und einer urbanen, ja, Mittelschicht, könnten wir fast sagen. Darüber hinaus die Entstehung von Geldwirtschaft, von überregionalem Handel, also eine Epoche des Umbruchs einerseits, aber auch der wirtschaftlichen Prosperität. Ja, noch ein Wort vielleicht zu den religiösen Rahmenbedingungen in der Welt, in die der Buddha hineingeboren wird. Die traditionelle indische Religion dieser Zeit, das ist die vedische Religion. Also das Veda, die heiligen Schriften des Hinduismus, bilden in dieser Zeit bereits die Grundlage der Religion. Diese Religion kennt eine Priesterkaste, die Kaste der Brahmanen, deren Aufgabe darin besteht, komplexe Opferrituale durchzuführen. Mithilfe dieser Rituale soll dann die korrekte Beziehung zu den Göttern hergestellt oder gesichert werden. Aber in die Lebenszeit des Buddha und auch davor und danach fällt eine gewisse Umbruchphase in dieser traditionellen Religion. Also einerseits entstehen hier die Ihnen vielleicht bekannten Upanishaden, also philosophische Kommentare zu diesen vedischen Schriften, in denen unter anderem die Idee der Wiedergeburt zum ersten Mal auftaucht oder die Idee des Atman als Weltseele. Und es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Samana-Bewegungen im alten Indien dieser Zeit. Also das sind Bewegungen von Menschen, die die vedischen Traditionen ablehnen, sich aus der Gesellschaft zurückziehen und auf eigene Faust nach Erleuchtung und Erlösung suchen. Und in diese Bewegung gehört auch der frühe Buddhismus mit hinein. Ja, was der Buddha für eine Sprache gesprochen hat, das ist nicht so ganz klar. Es dürfte wohl eine frühe Form von Magahi gewesen sein, also ein früher indoarischer Dialekt. Die Sprachen, also die indoeuropäischen Sprachen Indiens, sind weitläufig verwandt mit unseren westlichen indoeuropäischen Sprachen, also ganz grob verwandt mit dem Lateinischen, auch mit dem Griechischen. Und wenn Sie diese Sprachen lernen, werden Sie erstaunt sein, dass es da so ein paar gewisse Parallelen gibt. Aber also was der Buddha selbst gesprochen hat, ist für uns nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Die Texte, die wir haben über die Reden des Buddha oder die Reden des Buddha wiedergeben, sind in Pali verfasst. Das ist eine Kunstsprache eigentlich, die so mehrere, also eine Vermischung aus verschiedenen ja, indoarischen, indischen Dialekten dieser Zeit darstellt. Später sind die Texte dann auch in Sanskrit übersetzt worden und im Zuge der Ausbreitung des Buddhismus dann auch in andere Sprachen wie ins Chinesische, ins Birmanische, ins Tibetische und so weiter und so fort. Ja, und wer war dieser Buddha? Also was wissen wir eigentlich über das Leben des Buddha? Nun, wir haben keine zeitgenössische Autobiografie. Das Einzige, was wir haben, sind idealisierte Berichte, Legenden über das Leben des Buddha, die deutlich nach seinem Tod erst niedergeschrieben worden sind, also einige Jahrhunderte erst nach seinem Tod verfasst wurden. Ich gebe Ihnen diese Legenden jetzt ja, mehr oder weniger ungefiltert wieder, aber bitte Sie natürlich dabei immer zu bedenken, in einem wortwörtlichen Sinne wahr ist vieles davon wahrscheinlich nicht. Es handelt sich eher um seine idealisierte Darstellung des Lebens des Buddha, der von der Verfallenheit an die leidvolle Welt den Aufstieg zur Erlösung findet. Nun gut, ja, geboren wird der Buddha als der Sohn eines Adligen,
Angeblich, so die Legenden, ist sein Vater der Herrscher über dieses kleine Chakya-Reich. Um seine Geburt selbst ranken sich zahlreiche Mythen. Angeblich handelt es sich um eine unbefleckte Empfängnis. Also seine Mutter hat einen prophetischen Traum, in der sie sieht, wie ein weißer Elefant in ihre Seite eintritt und ist danach schwanger mit dem Buddha. Und auch seine Geburt selbst ist ein Ereignis von geradezu kosmischer Bedeutung. Angeblich versammeln sich die verschiedensten Götter, um der Geburt des Buddha beizuwohnen, denn die Geburt eines Buddha ist natürlich immer ein herausragendes Ereignis. Der Buddha wird auch nicht auf normalem Wege geboren, sondern er tritt ganz rein aus der Seite seiner Mutter aus, die ihn stehend an einen Baum gelehnt gebiert. Direkt nach der Geburt macht er 7 Schritte und verkündet, dass diese Wiedergeburt seine letzte sein wird. Kurz nach seiner Geburt, wenige Tage, stirbt seine Mutter und er wird dann von einer Tante großgezogen. Über seine Kindheit und seine Jugend wissen wir dann nicht allzu viel. Er verbringt ein wohlbehütetes, durchaus luxuriöses und angenehmes Leben im Palast seines Vaters, leidet keinen Mangel. Und sein Vater tut auch alles, um das Leid der Welt von dem jungen Gautama, vom zukünftigen Buddha, fernzuhalten. Mit 16 Jahren wird er, wie es damals üblich ist, verheiratet. Die Ehe bleibt eine lange Zeit kinderlos. Erst im Alter von 29 Jahren bekommt der Buddha einen Sohn. In diese Zeit, also ins Alter von 29 Jahren, fällt auch so etwas, was wir heutzutage wohl eine Sinnkrise nennen würden, die der Buddha durchlebt. In den Legenden wird diese Sinnkrise symbolisiert durch die berühmten sogenannten 4 Ausfahrten des Buddha. Der Buddha, der also ein luxuriöses Leben, wohlbehütet in seinem Palast führt, abgeschirmt von den Übeln der Welt, beschließt, sich heimlich rauszuschleichen. Er nimmt sich seinen Wagen und seinen Fahrer und macht einen Ausflug nach draußen. Und auf diesen Ausflügen, insgesamt 4, begegnet er zunächst einem alten Menschen, dann einem kranken Menschen und dann einem toten Menschen. Er erkennt also in diesen ersten 3 Ausfahrten, dass das Dasein leidvoll ist und dass auch er dem Leiden nicht entkommen kann. Alter, Krankheit und Tod sind das Schicksal jedes lebenden Wesens. Niemand kann sich davor schützen. Und das wird dem Buddha auf diesen 3 Ausfahrten schlagartig klar. Das angenehme, luxuriöse Leben, das er führt, ist nur ein temporärer Zustand, der irgendwann garantiert aufhören wird. Auf der 4. dieser Ausfahrten dann sieht er einen Mönch und erkennt, dass das die Flucht aus der Welt, dass das der Weg zur Erlösung ist, dass die Freiheit vom Leiden nur auf diesem Weg gefunden werden kann. Er fasst den Entschluss, seine Familie zu verlassen, schleicht sich nachts aus dem Palast heraus und beginnt ein Leben als Wanderasket. Er schließt sich dann zunächst einer Gruppe von anderen Asketen an und verbringt die nächsten Jahre damit, die verschiedensten Meditationstechniken seiner Lehrer zu erlernen. Er ist schließlich der Buddha, sehr gut darin, macht rasante Fortschritte, ist aber nicht zufrieden mit dem, was er da erreicht. Sicherlich in diesen Zuständen der tiefen Versenkung verschwindet das Leiden für einen Moment, aber in dem Moment, wo die Meditation vorbei ist, da ist man wieder in derselben leidvollen Wirklichkeit wie vorher auch. Er ist unzufrieden, weil das kein dauerhafter Ausweg aus dem Leiden ist und beschließt, es auf andere Weise zu versuchen. Er versucht es also jetzt noch radikaler. Er schlägt den Weg der extremen Askese ein. Er fastet, er hungert, er quält sich durch Hitze und Kälte, bis er vollkommen abgemagert ist, bis auf die Knochen und keinerlei Kraft mehr hat, kurz vor dem Tod. Aber auch das bringt keinen Erfolg. Das Einzige, was er erreicht, ist, dass es ihm noch schlechter geht als vorher. Ein Ende des Leidens lässt sich aber auf diese Art und Weise nicht finden. Irgendwann sieht er das ein, dass dieser extreme Weg nicht funktioniert, und er beschließt stattdessen, den mittleren Weg zu wählen, also einen mittleren Weg zwischen den beiden Extremen, einerseits der radikalen Entsagung und Askese und andererseits des sinnlich angenehmen alltäglichen Lebens. Er kommt wieder zu Kräften, beginnt wieder zu essen
und setzt sich nun zur Meditation unter einen Bodybaum. Ein Bodybaum, das ist eine Feigenart, passenderweise der botanische Name ist Ficus religiosa. Und diesen Bodybaum, unter den der Buddha sich zur Meditation gesetzt hat, den können Sie noch heute besichtigen in Nepal, beziehungsweise einen Ableger davon. Ja, er setzt sich unter diesen Bodybaum und beschließt, nicht eher wieder aufzustehen, bis dass er die Erlösung erlangt hat und den Ausweg aus dem Leiden gefunden hat. In dieser Meditation, die nun folgt, gelangt er schrittweise zur Erleuchtung, und zwar in den sogenannten drei Nachtwachen. Also drei Nächte lang meditiert der Buddha ununterbrochen und erkennt schließlich die Wahrheit, die Realität und den Ausweg aus dem Leiden. In der ersten Nacht erreicht er eine Erinnerung an alle seine früheren Leben. Also er hat einen Blick über seine gesamten Wiedergeburten. In der zweiten Nacht gelingt ihm die Einsicht in das kosmische Gesetz des Karma. Und in der dritten Nacht erkennt er die vier edlen Wahrheiten, die den Kern seiner Lehre bilden werden. Nach diesen drei Nachtwachen hat er die Erlösung erreicht. Er hat den Ausweg aus dem Leiden gefunden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Buddha 35 Jahre alt. Eigentlich ist er jetzt am Ziel angekommen. Eigentlich hat er das erreicht, was er gesucht hat, den Ausweg aus dem Leiden. Nach einigem Zögern und auch nach einigem Drängen und Bitten von Seiten der Götter beschließt er nun allerdings, seine Lehre auch zu verkünden. Er kehrt aus der Einsamkeit zurück und trifft in einem Wald in der Nähe der Stadt Benares auf fünf ehemalige Weggefährten, also Asketen wie er, die sich ebenfalls dieser radikalen Suche nach Erlösung verschrieben haben. Zuerst sind die gar nicht so begeistert von ihm, weil sie ihn als eine Art Abtrünnigen betrachten, der vom rechten Weg abgekommen ist. Aber sie erkennen dann, dass der Buddha eine wichtige Erkenntnis erlangt hat. Der Buddha hält diesen fünf Asketen seine erste Predigt und schlagartig erreichen sie die erste Stufe der Erleuchtung und schließen sich ihm als seine Jünger an. Das ist der Moment, in dem der Buddhismus als Bewegung entsteht, also der Gründungsmoment des Sangha, der buddhistischen Gemeinde. Was nun folgt, sind 45 Jahre der Wanderschaft, 45 Jahre, in denen der Buddha umherzieht von Ort zu Ort und predigt und seine Lehre weiter verbreitet. Er predigt einfachen Leuten, er predigt an Fürstenhöfen, er diskutiert und philosophiert mit verschiedensten Denkern und mit anderen Yogis über seine Lehre und schart immer mehr Anhängerinnen und Anhänger um sich. Geschrieben hat der Buddha nichts. Alles, was wir über den Buddha wissen, ist in späterer Zeit aufgeschrieben worden. Er selbst hat einzig und allein durch seine Reden und durch das Gespräch mit den Menschen gewirkt. Ganz ähnlich wie Sokrates, wie Jesus, wie Konfuzius. Alle diese Menschen haben ihre Wirkung einzig und allein durch Reden mit anderen entfaltet. Der Buddha gründet einen Mönchs- und einen Nonnenorden und erlässt eine Reihe von Regeln für die Lebensführung der Mönche und Nonnen. Und diese Mönch- und Nonnenorden bestehen natürlich in buddhistischen Kulturen bis heute weiterhin fort. Ansonsten wissen wir relativ wenig über die konkreten Ereignisse in diesen 45 Jahren. Wir hören erst wieder Konkretes über die biografischen Details, wenn es ans Ende des Buddha geht. Im Alter von 80 Jahren, auch da sind sich alle Überlieferungen einig, erkrankt der Buddha schwer. Und er erkennt, dass er bald sterben wird. Er legt sich unter einen Baum und gibt seinen Anhängerinnen und Anhängern noch einmal die letzte Gelegenheit, Fragen zu stellen. Es gibt aber keine Fragen mehr. Die Lehre ist vom Buddha vollständig verkündet worden. Er setzt keinen Nachfolger ein. Er sagt, einzig und allein die Lehre, nicht eine konkrete Person, soll die Gemeinde leiten. Ja, woher wissen wir das denn alles? Nun, die wichtigste Quelle für das Leben und für die Lehre des Buddha für uns, das ist der Pali-Kanon, also eine Sammlung der buddhistischen Schriften in dieser Sprache Pali, von der ich eben gesprochen habe. Der Pali-Kanon ist allerdings erst relativ spät, also einige Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha entstanden. Die buddhistische Tradition erklärt das Ganze so, dass sich nach dem Tod des Buddha seine Anhänger versammelt haben und haben bei diesem Treffen seine Lehrreden aus dem Gedächtnis rezitiert.
Man hat also zusammengetragen, was man noch im Kopf hatte von Reden des Buddha, diese dann immer mündlich weitergegeben, von Lehrer zu Schüler. Diese mündliche Überlieferungstradition, das ist die einzige Überlieferungslinie bis ungefähr ins erste Jahrhundert vor Christus. Ab dem ersten Jahrhundert vor Christus werden dann diese Reden auch schriftlich in Pali, in Texten fixiert. Neben Pali Varianten gibt es noch Fassungen, also Übersetzungen ins Chinesische und ins Tibetische. Und dieser Pali-Kanon besteht aus drei Abteilungen, oder Pitakas, wie sie auch genannt werden, Körbe, wörtlich übersetzt. Der erste Korb, das ist der Korb der Suttas, also der Lehrreden des Buddha, die Reden, die der Buddha angeblich selbst gehalten hat und in denen er seine Lehre darstellt. Der zweite Korb, das ist der Korb des Vinaya. Das sind die Ordensregeln, also die Regeln, die der Buddha für das Leben der Mönche und Nonnen aufgestellt hat. Der dritte Korb ist der Korb des Abhidhamma. Abhidhamma, das sind die Kommentare oder Erläuterungen zum Dhamma, also zur Lehre des Buddha. Sie enthalten vor allen Dingen so eine Art philosophische Erläuterungen der ursprünglich buddhistischen Lehre. Für uns vor allen Dingen interessant hier im Seminar sind das Sutta Pitaka und das Vinaya, also die Reden des Buddha und die Lehrregeln, die einen Teil seiner Ethik auch enthalten. Gut, das ist nun also die Person des Buddha, aber was heißt es jetzt eigentlich, sich mit der Lehre des Buddha philosophisch auseinanderzusetzen, also den Buddhismus als Philosophie zu betrachten? Das ist das nächste Thema, dem wir uns gleich widmen werden.